schön. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal Assassin's Creed ein bisschen größer spielen, ne? Das war ja, oder das ist ja die Karte in Assassin's Creed und wir spielen einfach mal die alte bekannte Welt. So. Wo waren wir denn überhaupt? Also wir sind schon ziemlich dick, würde ich sagen. So groß und dick. Ich feiere immer noch Pergamon, wie die ihre Heimatstadt immer noch nicht haben, aber hier eine Stadt haben und dann hier so ein fettes Land. Das ist so komisch. Okay. Mit denen sind wir im Bunde. Mit Pontos nicht. Galatien müssen wir dann noch töten. Syrakus ist auch ziemlich riesig. Lusitaner müssen wir und Germanische Konföderation. Okay, also wir haben sehr viel vor. Auf jeden Fall. Okay, die habe ich diese Runde schon gemacht. So. Bisschen ruhiger. Gut. Da muss ich ja nächstes Mal noch mal ein bisschen Einheiten bauen. Er kommt halt innerhalb von einer Runde hier hin und da habe ich auch keine Armee, aber jetzt habe ich da zumindest einen Typen, so dass ich das schön verteidigen kann. Oder verteidigen darf. So. Der ist auch hier reingeflitzt. Der ist auch reingeflitzt. Der ist auch reingeflitzt. So, gut. Gut. Dann machen wir hier mal weiter. Ich hoffe, ihr nehmt die. Nee, darf ich nicht, sorry. Das ist so lustig, weil, ich lade ja das als Let's Play auch hoch. Und da sind wir, glaube ich, immer noch beim zweiten Stream sind wir da oder beim dritten, weiß nicht mehr. Aber wenn ich jetzt. Wir müssen bei unserem Gespräch an beider Seite. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Der mit seinem Klientel-Königtum hat mich voll rausgebracht. Ich mache mal ein bisschen so. Genau, wenn ich jetzt aufhören würde zu streamen, dann wäre, also hätte ich immer noch Material für glaube ich, ein halbes Jahr. Das ist richtig heftig. Oder fast ein halbes Jahr. Die 3000, oh nein, das. Das ist jetzt mega blöd. Wir haben keinen Typen mehr von unserer Fraktion. Oh, Fan. Ups. Die Fan weiß auch nicht mehr. Natürlicher Tod, natürlicher Tod. Kind ist geboren, das ist gut. Gar nicht übertrieben oder so, ja. Naja, wenn wir jede Woche 2 Stunden aufnehmen oder 1 Stunde. Also, wenn wir in einem Stream 1 Stunde Let's Play machen. Oder eine. Entschuldigung. Eine Stunde lang Rome spielen. Das ist dann für eine Woche. Also pro Folge nehme ich immer so 20 bis 30 Minuten. Und ja, also ich habe ja am Anfang sehr oft 3 Stunden aufgenommen. Das sind halt einfach dann. Ja, 3 Wochen. Nee, 1,5 Wochen. Gut. Sprich dich ruhig aus, Tobi. Alles ist gut. Nichts passiert. Ruhig, Brauner. Danke. Ich weiß deine Unterschätzung sehr zu schätzen. Deine Unterstützung sehr zu schätzen, Sarah. Dankeschön. Oh, schön. So. Ah, genau, da war ja so ein Blödmann. Für die Götter
Wow, du bist fast gelaufen. Ich bin stolz auf dich. Kapitulation zwei Runden. Ja, da brauche ich halt noch ein bisschen Unterstützung. Ich unterschätze dich einfach immer. Aber ich unterstütze meine Unterschätzung an dich. Oh. Oh, wie dumm. Schön. Freut mich. So. Ich muss jetzt aber wirklich schauen, dass ich wieder an. An Leute kommen. Also, ja, okay. Die ist zwar schon 62, aber dadurch bekomme ich einen Dude. Die ist zwar auch schon. Sehr alt, 53, also ihre Kinder bekommen können sie natürlich nicht mehr, aber das ist auch jetzt in meinem Fall gar nicht so wichtig, weil ich muss den nämlich ersetzen. Weil nämlich, falls es zum Bürgerkrieg kommt, was gerade kein großes Risiko ist, könnte es sein, dass, oder würde es so sein, dass die komplette Armee gegen mich ist und das ist nicht so gut. Der ist ja ziemlich gut. Ich melde mich nicht freiwillig. ist natürlich die Frage. Warte, was brauche ich hier? So ein. Die Frage ist gerade. Ah, hier die 3000, genau. Wo die 3000 sind. Weil den muss ich nämlich jetzt auch ersetzen. Ich will nicht, dass die Leute auch abtrünnig werden. Geheimaktion? Ja, dann mache ich die mal zum Geheimaktionen-typisch. Ja, Korruption. Mache ich mal Korruption weg. Geheimaktion bei Anführen einer Armee. Das ist auch super. Dann schicke ich die mal raus. Dann schicke ich dich mal hier rein. Ich schicke ihn mal hier. Nein, 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 stopp, stopp, nein. Falsch, aus. Die schicke ich mal hier hin. Die schicke ich mal dahin. So. Ja, ich gehe wieder rein. Das Problem ist, hier habe ich halt immer noch keine Garnison. Das heißt, wenn er mit so drei Hanseln hier reinkommt, dann ja. Kann er die Stadt einfach übernehmen. Und das will ich natürlich vermeiden. Aber hier klaue ich ein bisschen. Hier konnte ich wieder nichts tun. Was mache ich mit denen eigentlich? Greife ich hier oben an? Die Geten? Ey, was geht denn? Hier unten sind auch nochmal. Sind die dumm? Ja. Das war nicht so klug von denen, ne? Ich will die noch mal ein bisschen sich ausruhen lassen. Spartanische Pikeniere und hier habe ich nur die da. So ein bisschen schlechter, aber ja, ich werde die trotzdem mal nehmen. Und du holst dir noch mal die da. Habe ich ja wieder nur noch 300. Was ist los? Hier muss ich dann nächste Runde dann auch die Stadt übernehmen. Okay, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Irgendwie den Spruch habe ich in letzter Zeit sehr häufig. Okay. Das kämpfen wir natürlich. Also er sagt, wir haben so um die 60, 60% Überlebende. Spartas-Furz, was? wieso lache ich jedes Mal darüber? Vor allen Dingen, wie bekommen wir 40% Verluste
bei dieser Karte hin? Das kann doch gar nicht sein. Also je nachdem, ne? Also hier ist eine breite Fugt, da werde ich mal 3 Pikiniere hinstellen. Hier ist eine schmale Fugt, dann werde ich eine Pikinierseinheit machen, hinstellen und so weiter. Dann 2 auf jeder Seite. 2 auf jeder Seite. Hier genau das gleiche. Und die da werden mal bei der Breitenfurt sein. Ich stelle sie mal so hin, weil je nachdem, wo die meisten Fernkämpfer sind, da stelle ich halt dann auch die, also mehr Fernkämpfer von meiner Seite aus. Ist ja logisch, ne? So, dann Gefecht starten, bitte. Okay, ich glaube, hier sind die meisten. Das nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, das ist natürlich mega negativ. Das ist sehr negativ. Alter, wie breit ist die Furt? Die Furt ist ja mega breit. Die werden mal jetzt hier hingehen. Okay, da kommt die Verstärkung. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich mach's mal anders. Ich mach hier so eine Halbkugel. Halbkugel. So ein Halbbogen. Rundhalbbogen. So. Jetzt sind halt die Elefanten ziemlich schlimm. Also abgesehen von den Elefanten ist hier, glaube ich, kein Stress. Okay, zum Glück greifen die gerade nicht an, das ist ganz praktisch. Ihr geht mal hier hin. Du gehst mal dahin, also ein bisschen die Fernkämpfer abschirmen. Okay, Elefanten sind alle tot, das ist gut. Da sind auch Elefanten. Uiuiuiui. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Problematico. Aber das ist gut, dass er wieder die Pikiniere angreift. Also zum Teil. Unser General wird angegriffen. Jawohl.
Ich gehe mal ein bisschen offensiver jetzt rein. Weil hier unten brauche ich mehr Unterstützung. So, gut. Der steht jetzt natürlich sehr blöd. Aber da ist, habe ich jetzt kein Problem mehr. Und, die Elefanten leben ja immer noch. Dammit. Die Männer wanken. Komm. Okay. Jetzt kommt hier die Hilfe. Oh, ja, das ist jetzt blöd, weil das passiert. Wie sieht's hier aus? Ja, ein bisschen durcheinander. So, ihr bitte hier drauf. Muss ich mal kurz schauen, was hier los ist. Ja, also zwei Fronten ist nie ganz so gut. Aber medische Plinklampen. So, zwei hier, zwei da. Hier bitte von außen. Den greift hier die da an. Und du greifst die da an. Okay, so. So, rein da und Raserei und voller Kanon drauf. Ja, also dadurch, dass er jetzt von zwei Seiten gekommen ist, macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn, dass er ja gut 40% meiner Armee vernichtet. Also das ist schon realistisch. Da war schon realistisch. So, aber jetzt wanken alle und fliehen alle. Schön. Und hier jetzt mit Kavallerie durchrasieren. Das ist. Das tut weh. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
gut. Also die kommen wieder. Also höchstens zu 90%. Aber die wanken nicht alle komplett, sondern die tun nur so. Die werden wiederkommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Hey, Rick. Ups. Entschuldigung. So. So, keine Munition mehr. Das heißt, ich muss halt warten, bis er fertig geschossen hat. Ein bisschen nervig, aber mei. Dann marschiere ich hier mal vor. Was verpasst? Ja, also nicht viel. Also Numi. Ja, ist das Numidien? Ich glaube schon. Die tümpeln ja die ganze Zeit an meiner Nordwest-Ecke rum. Und die haben mich jetzt mit zwei Armeen angegriffen. Und das verteidigen wir gerade. Das Problem ist ja, dass die nicht wirklich fliehen, sondern die tun halt nur so. Oh, da gehen so viele Einheiten durch die Lappen. Ach, schade. Der kann jetzt auch nochmal richtig reinsemmeln. Ich mach mal, ich spring mal vor. Ja, schade. Knapp hat sie, ich fand ihn eigentlich gar nicht so knapp. Also wir haben 2-9 gegen 4-5. Verluste hatten wir 1000. Ja. Warte, wie viel Prozent sind denn von 2-9? Ja, warte mal, Taschenrechner. Will ich jetzt kurz mal wissen. Also 2900 mal 40. 1100. Also wir waren auf jeden Fall besser als er das gesagt hat. Also 1160 hätten wir verlieren müssen quasi. Ja, okay, wir haben 38% verloren. War jetzt auch nicht ganz so erfolgreich. Also hier sind halt unglaublich viele, unglaublich viele konnten fliehen. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben uns erfolgreich gegen insgesamt 4 Elefanten gewehrt. Das ist schon mal gut. Mit Sparta-Flüchtlinge, Verfolgung ist eine Katastrophe. Ja. Ja, ohne Pferde ist das allgemein Katastrophe. Also, wenn. Ja, ich hab's ja richtig interpretiert, sag ich mal.